Die Aufklärung ist mehr als nur eine Epoche in der europäischen Geschichte. Sie ist ein nie abgeschlossener Prozess. Vernünftig fragen, denken und überdenken ist in unserem neo-irrationalen Zeitalter notwendiger denn je. Aufklärung, ein Roman, spielt im 18. Jahrhundert, handelt jedoch von unserer Gegenwart. Der Schauplatz ist Leipzig, damals so hip wie heute. Dorothea Bach, die älteste Tochter von Johann Sebastian, empört sich über die Biografie, die der Literaturprofessor Johann Christoph Gottsched über seine soeben verstorbene Frau veröffentlicht hat. Es war doch alles ganz anders. Dorothea Bach beginnt, ihre eigenen Erinnerungen an Luise Gottsched niederzuschreiben, die sie 1734 bei einer Aufführung der Kaffeekantate im Zimmermannischen Kaffeehaus kennengelernt hat. Händeringend suchte damals ihr Vater, der Thomaskantor, nach einem Librettisten, der ihm den Text für ein geplantes Weihnachtsoratorium schreibt. Da traf es sich gut, dass die junge Madame Gottschedin bereits zwei Bücher veröffentlicht hatte. Nicht so gut versteht sich die junge Frau allerdings mit der Ex-Geliebten ihres Mannes, der Dichterin Christiane Marianne von Ziegler, zumal die beiden sich auch darüber streiten, wie die Sache der Frauen voranzutreiben ist. Auch Anna Magdalena Bach und die Theaterprinzipalin Caroline Neuber, Newton und Leibniz, die Physikerin Emilie du Châtelet und ihr Liebhaber Voltaire, Gellert, der junge Lessing und der noch jüngere Goethe. Sie alle lassen eine Epoche auferstehen, die all unsere Fragen schon einmal durchgedacht hat. Und zwar von der Rolle der Wissenschaften und Künste, von Freiheit, Verantwortung und politischer Teilhabe bis hin zu künstlicher Intelligenz. Doch zugleich schildert der Roman auch den ersten Verrat der Aufklärung an sich selbst. Aus dem Ideal des hochgelahrten Frauenzimmers zu Beginn wird am Ende Rousseaus liebenswertes Dummchen. Und warum hetzen Aufklärer zwar gern gegen die Unvernunft, noch lieber aber gegen andere Aufklärer und schon damals anonym? Am Ende kann alle Weltweisheit einen Angriffskrieg nicht verhindern, namentlich den Überfall von Preußen auf Schlesien und damit den Beginn des Siebenjährigen Krieges. Bevor uns Europa abermals um die Ohren fliegt, ist es höchste Zeit, die Aufklärung neu zu denken. Und zwar mit ihren ureigensten Mitteln. Heiter, ja komisch, leicht, ironisch oder, um es mit dem Begriff der Zeit zu bezeichnen, gewitzt. Sappere Aude, Sapperlott.